Willkommen in der ersten Folge Draußen schlafen. Kennst du vielleicht auch das Sprichwort, wie man sich bettet, so schläft man auch? Bestimmt. Und gerade hier draußen ist ein erholsamer Schlaf sehr wichtig. Oft ist es doch so, dass unsere Outdoor-Aktivitäten mit körperlicher Anstrengung verbunden sind. Und was habe ich davon, wenn ich morgens aufwache und müde und schlapp bin, weil ich nachts nicht gut geschlafen habe? Also ist es wichtig, sich ordentlich zu betten. Was ist das Bett hier draußen eigentlich? Die Matratze ist eine Isomatte und mein Bettzeug ein Schlafsack. Schauen wir uns diese beiden Ausrüstungsgegenstände einmal näher an. Damit du den passenden Schlafsack für dich auswählen kannst, solltest du dir über folgende Punkte Gedanken machen. Zu welcher Jahreszeit und bei welcher Außentemperatur möchte ich draußen schlafen? Achte ich aufs Gewicht oder spielt das Gewicht des Schlafsacks für mich nicht so eine große Rolle? Welche Körpergröße habe ich? Es gibt Schlafsäcke mit verschiedenen Längen. Du brauchst die passende Länge für dich. Ich habe jetzt hier 4 Schlafsäcke mitgebracht und möchte dir einfach zeigen, warum ich diese ausgewählt habe. Der erste Schlafsack, den ich dir vorstellen möchte, ist ein reiner Sommerschlafsack. Der hat eine Komfortzone von plus 16 Grad. Ich habe den einmal verwendet und in einer kühlen Sommernacht da drin geschlafen und gefroren und den seitdem nie wieder verwendet. Ich kann dir also dieses dünnen Schlafsäcke überhaupt nicht empfehlen. Sie haben ein ganz geringes Einsatzspektrum und der liegt einfach nur bei mir zu Hause rum. Hier ist ein Schlafsack der Firma Marmot Wave 2. Kann ich sehr empfehlen. Super Verarbeitung, geringes Packmaß, sehr leicht, hat eine Komfortzone von ca. plus 4 Grad, also ein 3-Jahreszeiten-Schlafsack, Frühjahr, Sommer, Herbst. Er hat alles, was man braucht. Hier einen Wärmekragen, das heißt, ich kann mich da richtig drin abschließen im Schlafsack, dass nirgendwo kalte Luft reinzieht. Eine gute Kapuze. Guten Reißverschluss. Hier am Zipper ist noch so ein Element, so ein Leuchtelement eingearbeitet. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist innen drin die glatte Oberfläche. Da schläft man etwas unbequem oder es fühlt sich unbequem an. Wobei jetzt von der Wärme her habe ich in diesem Schlafsack nie gefroren. Ist sehr, sehr gut. Das Weitere ist ein Schlafsack der Firma Mammut. Ein sehr guter Schlafsack, den habe ich als Winterschlafsack, obwohl es ein 3-Jahreszeiten-Schlafsack ist mit der Komfortzone minus 2 Grad. Allerdings muss ich dazu sagen, dass bei dieser Marke hier die Angabe nicht so ganz stimmt. Ich würde mal eher sagen, die Komfortzone dieses Schlafsacks ist so 0 plus 2 Grad ungefähr. Er ist hat eine gute Verarbeitung. Hier außen wasserabweisendes Material am Kopfbereich, am Fußende auch nochmal. Zusätzlich noch mehr Füllung im Kopfbereich und im Fußbereich drin. Hier der Kopfbereich ist also wirklich sehr gut verarbeitet. Man liegt hier richtig eingemummelt drin. Die Farbe spielt für mich auch eine Rolle. Sehr schönes Olivgrün. Und ist alles in allem ein guter Schlafsack. Hält warm, ist natürlich etwas schwerer als die anderen. Hat ein etwas größeres Packmaß, aber mit dem Kompressionssack bekomme ich diesen Mammutschlafsack auch sehr klein gepresst. Das Urgestein, mein meistverwendeter Schlafsack, der Originalschlafsack der Bundeswehr. Sehr gute Verarbeitung. Hier der Reißverschluss, alles sehr robust verarbeitet. Alles vernäht hier, damit die Füllung nicht verrutschen kann. Und ich verwende den sommers wie winters. Ich kann den nur empfehlen. Und man braucht nicht so viel Angst haben, wenn man mal am Lagerfeuer schläft und da wird ein Loch reingebrannt. Bei diesem günstigen Preis dieser Schlafsäcke, meistens kauft man die ja gebraucht, ist es dann nicht so wild. Meistens werden die Schlafsäcke in sogenannten Kompressionssäcken gelagert. Diese haben den Vorteil, dass ich das Packmaß des Schlafsacks verringern kann. Du solltest darauf achten, dass der Schlafsack nicht im gepressten Zustand zu Hause gelagert wird, da sich sonst die Füllung dauerhaft zusammenpressen kann und dadurch der Schlafsack an Wärmeleistung verliert. Die Füllung sollte immer locker und luftig sein, denn es ist die Luft, die wärmt. Wenn der Schlafsack zu Hause gelagert wird, kann man es einfach so machen, dass man ihn ein wenig aus dem Sack herauszieht. Einfach so.
Wenn du weißt, dass du den Schlafsack eine lange Zeit nicht brauchst, dann häng ihn doch am besten auf einer Leine auf. Die alten Bundeswehrschlafsäcke haben keinen Kompressionssack. Dafür hat dieser Sack den Vorteil, dass er außen gummiert ist und den ich auch andersweitig verwenden kann, zum Beispiel um darin Ausrüstung oder Wäsche zu lagern, falls es mal draußen regnen sollte. Kommen wir nun zum Thema Isomatte. Ich persönlich benutze ausschließlich die faltbare Isomatte der Bundeswehr. Warum? Weil die eben ganz leicht in den Rucksack reinpasst. Ich kann sie als Rückenteil verwenden und die ist absolut praktisch. Sie ist sehr dünn. Das gleiche ich damit aus, indem ich einfach auf dem Boden eine zusätzliche Isolationsschicht aus Naturmaterialien baue. Und das zeige ich dir auch in einem der kommenden Videos, wie du ganz leicht selber so eine Isolationsschicht dann dir bereiten kannst. Wovon ich dir gleich mal abraten kann, sind diese Billig-Isomatten, gehen ganz leicht kaputt, sind laut und taugen gar nichts. Rausgeschmissenes Geld. Sehr gut sind auch diese Schaumstoff-Isomatten. Gibt es in verschiedenen Dicken, auch für den Winter eine etwas dickere. Allerdings kann ich diese nur außen am Rucksack befestigen und das nimmt mir zu viel Platz weg. Dann gibt es ja noch die Therma-Restmatten, wo man Luft reinpusten kann, oder auch die sogenannte Downmat, wo sogar Federn drin sind. Die besitze ich nicht, aber nächstes Wochenende findet hier ein Kurs statt und da sind viele Menschen in allen Altersgruppen dabei und die schlafen alle draußen. Und ich werde die Kamera mitnehmen und ganz speziell zum Thema draußen schlafen, dort ein Video drehen, die Teilnehmer interviewen, die Ausrüstung zeigen, wie sie ihr Schlaflager aufgebaut haben, fragen, wie sie geschlafen haben. Es wird sehr, sehr interessant werden, sehr lehrreich. Und da kannst du gucken, wie es die anderen machen. Und ja, ich werde da auch ganz viel dazulernen und kann dann auch ein bisschen die Ausrüstung der anderen testen. Also ich freue mich schon riesig drauf und werde das alles festhalten, damit du das dir auch anschauen kannst. Ja, das Thema Schlafsäcke ist ein sehr komplexes Thema und man kann auch mitunter eine Wissenschaft daraus machen, was auch vollkommen in Ordnung ist, weil jeder hat verschiedene Bedürfnisse und Anforderungen und Ansprüche. Ich möchte an dieser Stelle alles ganz bewusst einfach halten und dir das Altbewährte empfehlen. Ja, und das wäre eben dieser Original-Bundeswehr-Schlafsack, mit dem kannst du am Anfang nichts falsch machen. Gerade wenn du neu ins Hobby einsteigst, Bushcraft, Outdoor, ist der genau das Richtige für dich. Allerdings solltest du darauf achten, dass es ein Originaler ist und dass er nicht zu alt und abgelagert ist. Das erkennst du daran, falls er muffig riechen sollte oder total verknittert wäre. Er sollte auch im gebrauchten Zustand einen guten Eindruck machen. Ja, und dann steht deiner Nacht im Wald nichts mehr entgegen. Und in diesem Sinne wünsche ich dir viel Freude in der Natur. Sag dir alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.